Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie: Wisst ihr noch damals, als die Thermomix-Repräsentantin bei uns zu Hause war? Woran könnt ihr euch erinnern, als das erste Mal eine Thermomix-Repräsentantin euch dieses Gerät vorgestellt hat? Bei mir, und das ist echt schon 15, 16, 18 Jahre her, als ich meinen Thermomix das erste Mal gesehen habe, da war ich total fasziniert, dass diese Dame in dem Gerät Eis gemacht hat. Ja, war für mich nicht das Kaufargument, denn ich bin kein Eisesser und ihr wisst, ich bin generell nicht so für süße Sachen, aber ich fand es trotzdem faszinierend. Und deswegen mache ich mit euch heute auch ein Eis. Und zwar machen wir Erdbeer-Raffaello-Eis. Juhu, mit Kokosnuss, die ich so sehr liebe, wie ihr alle wisst. Aber wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Bevor wir nun unser Eis machen, müssen wir Puderzucker herstellen. Und dafür nehmen wir 40 Gramm Zucker und pulverisieren den in unserem Kessel. Puderzucker ist ja immer eine sehr staubige Angelegenheit und da hat man mir hier im Kanal den Tipp gegeben, in den Kommentaren da einfach mal ein Ceva-Blatt einzulegen, Küchenrolle einzulegen und das Ganze dann zu pulverisieren. Ich habe das schon mal probiert, habt ihr mitbekommen, das funktioniert einwandfrei, ich mache das nur noch so. Wenn ihr noch irgendwelche tollen Tipps habt, ja, so kleine, wie man sagt, Lifehacks, immer schön in die Kommentare schreiben. Setzen wir alles um, können wir alles gebrauchen. Ich mache das hier schon ziemlich lange, aber ich bin auch nicht allwissend. Ganz im Gegenteil, ich lerne jeden Tag dazu und das sehr gerne. 10 Sekunden wird das Ganze auf Stufe 10 pulverisiert und dann geht's weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt. Puderzucker gemacht und ich finde das so cool, weil da echt nichts im Deckel hängen bleibt. Man klopft das einfach hier oben ab und dann hat man seinen Puderzucker drin. Ist cool, oder? Das hat mein Leben so viel einfacher gemacht. 300 Gramm tiefgefrorene Erdbeeren habe ich jetzt für euch. Die kommen in den Mixtopf. Und weil es Erdbeer-Raffaello-Eis wird, haben wir auch noch Raffaello. 8 bis 10 Stück könnt ihr da nehmen. Die Hanna meinte es gut mit mir, sie hat 10 genommen, damit es auch wirklich ordentlich nach Kokosnuss schmeckt. Die sollten allerdings ebenfalls vorher tiefgefroren werden. Auf Stufe 8 wird das Ganze 10 Sekunden miteinander . Das hat schon mal eine sehr spannende Konsistenz. Riecht auch schön nach Erdbeeren und Kokosnuss. Aber es muss natürlich noch Sahne rein und davon 200 Milliliter. Ich weiß, dass damals in dem Originalrezept von dem Thermomix-Repräsentantinnen-Eis auch irgendwie was mit Ei war, rohem Ei. Das stand so im Rezeptbuch und dann habe ich die gefragt, warum sie das nicht macht. Und dann sagt sie, na, das ist mir jetzt zu gefährlich mit lauter Leuten, die ich nicht kenne, da noch ein rohes Ei zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob das hier notwendig ist. Also ich glaube es nicht, aber kann man machen. Ja. Cremig rühren tun wir das jetzt und zwar 30 Sekunden auf Stufe 4 und dann ist es auch schon fertig. Tja, das war's auch schon mit unserem Rezept für heute. Ihr könnt das, so wie es jetzt hier aus dem Kessel kommt, direkt servieren oder aber einfrieren. Mit dem direkt servieren ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, denn das kann man wirklich nach dem Hauptgang noch schnell machen. Man macht noch gleich mal ein Dessert, so Erdbeeren, vielleicht kann man auch Himbeeren nehmen oder was auch immer, das hat man ja immer im Haus. Raffaello vielleicht nicht, das muss man vorbereiten, aber wie gesagt, man hat das ganz, ganz schnell gemacht. Ich werde das jetzt so machen, dass ich mir da so ein kleines Probierportionchen jetzt anrichte. Da machen wir euch auch noch ein Foto von, gleich im Anschluss an das Video, dass ihr sehen könnt, wie toll das aussehen kann. Ich werde es für euch abschmecken und den Rest friere ich ein und nehme ihn mit nach Hause. So. Eis, Eis, Baby. Dum, 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 dum. Es gibt Eis. Raffaello-Eis mit Erdbeeren und Sahne. Ich bin, wie gesagt, kein großer Kokosnussfreund und auch kein wirklicher Süßesser. Aber ich werde es trotzdem tun für euch, das Ganze zu probieren. Das ist ja nun mal mein Job hier in der Wunderkesselküche. Nee, es sieht wirklich klasse aus und ich bin wirklich immer noch davon begeistert, wie schnell und wie einfach das geht. Man kann einfach den Kindern auch ganz kurzfristig im Sommer oder nach dem Essen eine Freude bereiten, wenn man die Zutaten zu Hause hat, vorbereitet hat.
Es ist cremig, es ist mit Sicherheit sehr, sehr lecker. Hoffentlich nicht zu süß und zu kokosnusslastig, aber man kann ja eine Kokosnuss auch weglassen. Ja, wenn man Raffaello mag, wird man über den doch sehr ausgeprägten Raffaello-Geschmack begeistert sein. Ich finde es großartig, wie schnell es geht. Ich esse es jetzt nicht auf, ist aber überhaupt kein Problem. Wie gesagt, den Rest nehme ich mit nach Hause. Und da gibt es Leute, die sich darüber freuen. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Video, über dieses Rezept. Dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, hier gibt es jede Woche die besten Rezepte aus dem Thermomix. Also Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video und guten Appetit.